der letzte Grand Prix, ne? Yep. Ah, ich sehe gerade hier Stärketyp-Fähigkeit. Fahrer vom Stärketyp können nicht Hindernisse krachen, ohne dabei verlangsamt zu werden. Ja. Das ist vielleicht. Es gibt verschiedene. Ja, ja, ich weiß. Tails ist Technik. Ich weiß, aber das wäre. Das ist gut zu wissen, eigentlich tatsächlich. Die sind dann aber dafür auch allgemein langsamer. Das ist sowieso klar. Das ist ja nach. Das ist der. Ist ja normal. Das hast du ja bei Mario Kart mit den schweren Charakteren auch. Die sind zwar langsamer, aber. Die können halt gut aufräumen. Na klar, jeder Fahrer hat wahrscheinlich seinen Vor- und Nachteil, ne? Was macht denn die KI da? Lass mich in Ruhe, Baby. Was soll denn der Mist? Die KI dreht mich komplett einmal um 180 Grad. Was macht die denn? Naja, das können die alle gut. Gefühlt arbeiten die alle zusammen. Rakete! Oh, was hab ich erwischt? Geht mir so oft Schwein, das ist unfassbar, ey. Eurem Müll. Na, ich bin der Scheiße. Mann! So. Keine Ahnung, ob ich das nochmal spiele, Alter. Nur irgendwann. What? Ich meine, es gibt immer mal Frustmomente, aber es geht schon. Glück gehabt. Wollte ich eigentlich abschießen mit der Rakete, Baby. Ach, sei nett, dass du vor mir stehen bleibst. Zurecht. Ah ja. Das war Rouge, glaube ich. Das war knapp. Deine scheiß Kiste, Markus. Was hat's auf jeden Fall erwischt da vorne? Letzte Runde! So, jetzt hol dir mal zumindest den Zweitplatzierten da, dass ich da mal auch vorbeikomme. Na, Mann! Tails, zieh doch nicht in dem Moment doch rüber! Boah, geht die mir auf den Sack, oder geht der mir auf den Sack? Ich träufe den Viech.
Das ist immer sich von mir. Auch wenn ich das gut kann. Das ist jetzt von mir. Tatsächlich genau wieder in der scheiß letzten Kurve. Ihn noch überholt. Auf. Das erste Mal, dass ich den scheiß Turbostart hier hingekriegt habe. Ne, den krieg ich gar nicht hin. Ach man, geh doch nicht runter. Ach Baby, du hast einen Geist, ne? Das war dein scheiß Glück jetzt gerade. Weil die Rakete nicht genau erwischt. Nein! Du Drecksaxt!
Oh. Was war das denn jetzt? Ja? Die hat aus der Hose beim Fahren. Nee, ich bin gerade an der Kante lang geschliffen, Alter. Sind wir das jetzt wieder wahr? Das kriegst du nur, wenn du hinten bist. Was? Ach man. Was kriegst du da, wenn du hinten bist? Diesen Blitz, das ist so ähnlich dann wie so. Auch das mit dem Erdbeben. Das kriegst du nur, wenn du weiter hinten fährst. Ja, kenne ich mich ja mittlerweile aus. Ja, am Ende des Feldes rumzuhängen. Oh Mann, knapp. Jetzt fast durchgeschafft durch die Scheißsteine. Ja, ich nicht. Ich hatte am Ende noch mal erwischt. Okay, tau ab endlich, Mann. Geh mir nicht auf die Eier die ganze Zeit. Jedes Mal, in jedem Rennen ist das nur... Das Viech kann nur abstauben. Nein! Ah, warum ich immer da... Nein, och Mann! Hä? Fahr doch mal, Mensch! Mich hat aber auch gerade... Nicht 3 Stunden hier mit Plattkacke da! Meine Fresse, Alter! Man hat's kapiert, man ist gegen so einen Gegenstand gefahren. Das muss aber nicht 3 Stunden andauern. Hey, was war das denn jetzt? Das ist genau das, was ich meine. Tät halt, wie gesagt, mit seiner Scheißaktion da jedes Mal. Mann! Alter, mehr Glück als Verstand gehabt gerade, Kev, ey. Ja, ich weiß. Ich hab's genau gesehen. Du warst direkt vor mir, hast die scheiß Axt abgekriegt. Die Achse ist nicht mal das, was mich geärgert hat. In der Kurve vorher ist mein Auto einfach abgehoben. Wegen nichts. Da war nichts. Das Ding fliegt einfach hoch in die Luft. Ja, nichts. Das war bei mir auch so. Mehrmals zeigt die ganze Zeit, dass das Auto irgendwo, wenn du da in die Kurve gehst, dass das Auto einfach stehen bleibt. Nicht stehen. Abgehoben. Okay. Als wenn du über irgendwas drüber fährst. Ja, das hatte ich ja. Ja, das habe ich aber auch schon gehabt. Ich glaube, dass vielleicht doch irgendwas getroffen hat. Ich weiß aber nicht, was es war. Ich habe das auch ein paar Mal gehabt. Da war nichts. Da war nichts. Ja, so kommt es mir auch vor. Wie gesagt, dass das einfach dann irgendwie sich dann dreht, als wenn du von einem Gegenstand getroffen wird. Ich weiß, das war jetzt klar. Das war jetzt einfach Glück, wer zurückgefallen ist, durch die Axt, weil ihr beide von der Axt, glaube ich, getroffen wurdet. Und ich dann halt durchfahren konnte. Aber so geht es mir halt die ganze Zeit mit Tails, wenn du vorne bist und in der letzten Kurve dann überholt noch wird. Oder von anderen teilweise noch. Du wirst dann in der letzten Kurve von irgendwelchen Leuten überholt.
Also ja, ich sag's nochmal, wenn es um den längsten Ladebildschirm geht, dann nehmen sich GTA und das ja nicht viel. Also, ja, GTA schon krasser. Ja, es dauert schon eine Weile, klar, aber GTA schon eine Ecke krasser. Dass man so ein Ladebildschirm hat. Es war schon immer so. Du, ins Rennen würde ich ja verstehen, aber ins andere Menü zurück, also... Ja. So. So, was haben wir jetzt? Dritte Rennen, ne? Noch mehr Blödsinn haben wir jetzt. Wir haben doch die ganze Zeit nur Blödsinn. Schade, dass man nicht von den Platzierungen startet, die man vorher gehabt hat, wie das bei Mario Kart zum Beispiel der Fall ist. Ja, dass man immer hinten startet, ja, das ist scheiße. Ja. Und das ist es halt. Normalerweise, wenn man dann im ersten Rennen kann, ist verstehen, klar. Im ersten Rennen kann ich es verstehen, klar, aber dann in den anderen Rennen würde ich halt nach Platzierung gehen. Hallo! Was hast du gesagt? Was jetzt genau? Ich sagte gerade, dass im ersten Rennen würde ich das verstehen mit Mario Kart. Nee, Yvonne hat gerade was gesagt. Achso. Nee. So. Säcke. Alter, hört auf mit den scheiß Bomben. Ich habe drei hintereinander abgekriegt. Vier Stück. Also die knallen gerade mit Bomben ohne Ende aufeinander. Hier. Lieber Adler, du brauchst ein Fahrzeug, kannst ein Fahrzeug treffen, was vor mir fährt und nicht was hinter mir fährt. Ey, wenn ich Unbesiegbarkeit anmache und Leute remple, passiert nichts. So, ich bohre mich mal durch die Steine durch. Auf Platz 1. Das hätte ich jetzt in der letzten Runde brauchen müssen, so ein Ding. Ich kann es gerade nicht lesen, Junge. Das kannst du nicht lesen? Alter. Ich kann nicht lesen. Ich habe mir irgendwie eine Nachricht gewendet mir. Dieser Geist-Blödsinn, den braucht echt keiner. Das ist wie Pilz bei Mario Kart. Braucht ja kein Schwein. Also Einzelpilze sowieso nicht, klar. Geist, ja gut, okay, Geist ist sowieso nütz. Ja, du bist eine gewisse Zeit unbesiegbar, ja. Haben wir auch nicht. Ich kann es falsch lesen, wie schon gesagt, Junge. Willst du mir damit sagen, dass du den Muttertag vergessen hast? Stimmt, heute ist Muttertag, ne? Yep. Habt ihr alle schon eurer Mutter gratuliert? Ich ja, aber ein Freund anscheinend nicht. Ich auch. Ich habe meine Mama schon geschrieben. 147 Ringe, ich habe gar nicht mitgewusst, dass es so viel waren. Man kann ja dich zur Mutter machen, Yvonne. Unsere Mutter hier, ja. Unsere Gruppenmutter. Und schon der Tails natürlich. Die kriegst du aber auch da vorne nicht weg. Oder. So, wenn ich auch ein weiblicher Charakter, männlicher, ne? Tails. Ist immer bei solchen Spielen immer schwierig zu sagen, aber ich denke jawohl, mal. Jawohl, das ist ein männlicher Charakter wahrscheinlich. Das ist ja wahrscheinlich ein kleiner Kind oder sowas. Ohne Stimmbruch. War das schön eng da oben. Die ersten drei, ein Punkt. Und das vorm letzten Rennen. Jetzt geht's um alles. Und ja, Markus, eben die Rakete kam tatsächlich von mir hinter dir. Ich weiß. Ja, du warst dich vor mich gedrängt. Hättest du auch nicht gewonnen.
Das glaube ich auch nicht, aber trotzdem. Du hast dich so bereitwillig vor mich gesetzt, dann dachte ich mir, jetzt sitzt in die Rakete. So. Gut, letztes Rennen, Skyroad, und da entscheidet sich, wer gewinnt dieses Ding hier. Und dann entscheidet sich, was wir dann noch machen. Da haben wir nämlich alles. Oh, wir können auch noch mal wieder ins Team-Ding gehen, das ist nicht das Problem. Aber danach gehe ich erstmal auf Klo. Der Energy fängt mich an zu drücken gerade. Mhm. Bei mir auch nach der dritten Dose. Ja, kein Turbo-Start diesmal. Nee. So, also Tate, Markus oder ich, wer gewinnt das Ding? Ich glaube, alles andere dahinter ist zu weit weg. Ich glaube, der vierte hat 25 Punkte oder so, wenn ich es richtig gesehen habe eben. Sag mal, sind wir das nicht schon gefahren? So ähnlich wahrscheinlich. Baby, hörst du mal bitte auf damit? Nein! Doch? Das ist ja unerhört hier. Das ist ja, ja, ich glaube, wir sind so ähnlich gefahren. Das war die Strecke mit der Baustelle. Aber ich glaube, die sind wir jetzt noch nicht in den Modus gefahren. Doch, die sind wir schon gefahren. Ja, dumm, du hast recht. Die Luftballons, ich erinnere mich. Ah ja, egal. Ja klar, das ist die mit der Baustelle hier. Naja, das ist die Strecke. Ich habe mich an die Dings erinnert. An die Luftballons. Das heißt, oder es gibt eine Ähnlichkeit. Nee, die kommen schon wieder von unten und überholen mich alle hier auf Platz 1. Also wo das auf Platz 1 liegt, ich bin auf Platz 9. 10 jetzt, weil ich wieder von irgendwem überholt werden muss. Dankeschön, Tate. Eggman war's, der kurz mal 3 Mann rausgenommen hat. Naja. Ich habe keinen Dings geholt. Ach man. Nein! In dem Moment fliegt diese scheiß Bombe noch runter zu mir. Und jetzt bist du schon wieder von Platz 4 auf Platz 8 zurückgefallen. Ah, okay. Kullert an der Wand eine Bombe lang. Ja, das wirst du gewinnen. Ich komme hier hinten nicht weg, weil immer wenn ich irgendwie ein bisschen was da vorne komme, dann kommen sie alle wieder aus einmal auf ihren aus ihren Löchern gekrochen. Ich bin ja nur Dritter aktuell. Ja, ich bin Siebter. Wie gesagt, weil sie alle aus den Löchern gekrochen kommen, sobald du da irgendwie mal ein bisschen nach vorne kommen willst. Bei der letzten Runde jetzt. Achter. Also wieder 3 Mann an mir vorbeifliegen. Und mit dem übelsten Turbo dann wieder ganz, ganz vorne sind. Weil die kriegen auch irgendeine Scheiße, die ganze Zeit, was du eigentlich brauchst. Ich
krieg die ganze Zeit immer nur Einzelturbos und ich krieg keine. Nichts, um mir mal vorne ein bisschen angreifen zu können vor mir. Das war eine scheiß Musik. Du bist erster, Markus, immer noch, ne? Ja. Ja, ich hab's gerade gesehen, dass du vorbeigerutscht bist. Weit bist du nämlich nicht weg. Ich sehe dich quasi schon, aber ich werde dich sehr wahrscheinlich nicht mehr kriegen, wenn irgendwas nichts mehr unvorhergesehenes passiert. Dritter, ja, natürlich, Tails! Natürlich, Tails! Weil sollte es auch anders sein, dass du unbedingt noch davor gehst. Ja, super. War mir fast. Es war mir so klar. Es war so klar! Es war so klar vor der Kurve. Bam, vorbei in. Hammer, ey. Dieses Viech geht mir so auf den Sack. Du kannst machen, was du willst. Du kannst perfekt fahren, wie du willst. Das Ding kriegt nochmal einen Turbo-Boost ohne Ende. Und zieht dann noch vorbei. Deswegen wirst du nur Dritter. Ich bin dafür, man sollte einen Charakter nur einmal im Rennen haben dürfen und nicht zweimal. Lächerliches Viech, ey. Lächerliches Viech. Jedem Rennen. So, machen wir erstmal Pinkelpause. Ja. Kleines Päuschen.